Kennt ihr noch diesen Eisposeidon, der damals 500.000 Euro von seinen Zuschauern gescammt hatte, da er einen Krypto-Coin entwarf und dann abhaute mit dem Geld? Wenn ja, dann wird das heute wahrscheinlich fast noch schlimmer, denn dieser Scam ist auf so vielen Ebenen extrem ekelhaft, dass man es halt noch nicht mal schönreden könnte. Hey everyone, my name is Debbie and I'm a black transgender woman. My name is Debbie. I have no family members or friends to support me after moving across the country to escape unsafe living situations and abuse. Okay y'all, buckle up, cause today we're gonna be talking about Miss Deborah Krenkin. Debbie does live in California. She could get all these things for free, but who needs $300,000 for surgery? The real reason Debbie feels like she doesn't have enough money is because she used the money from the GoFundMe to get a luxury apartment in Beverly Hills that is over $3,000 a month. It totaled out to over $350,000 that Deborah was able to raise and actually scam people out of. Deborah Krenkin ist eine Transfrau, die sich vor kurzem hat umoperieren lassen. Laut eigenen Aussagen ist sie Musikproduzentin, Songwriterin, Komposerin, Filmemacherin und eigentlich ein Vollprofi im kreativen Bereich. Außerdem vergleicht sie sich selbst mit Taylor Swift, Jay-Z und Beyoncé. Keine Ahnung, ob man Beyoncé jetzt so ausspricht, ich spreche es einfach mal so aus. Cringe. Doch dass hier offensichtlich mehr Schein als Sein ist, könnte man eventuell schon anhand meines Titels erkennen. Denn Deborah, die sich selbst als Debbie bezeichnet, ist alles, nur nicht das, was sie vorgibt zu sein. Doch bevor ich jetzt mit dem Inhalt des Videos loslege, möchte ich mal noch fette Credits an den YouTuber Sunny V2 aussprechen. Er hat ein wirklich krasses Video dazu gemacht, sehr gut aufgearbeitet. Ich selbst feiere seine Videos extrem, er ist für mich eine große Inspiration und deswegen checkt den YouTuber gern ab. Lohnt sich wirklich zu 100%, vor allem im internationalen Bereich. Doch beginnen wir nun mit ihrer Geschichte. Wie alles begann und wie sie dann schlussendlich über $350.000 erscammte. Im Mai letzten Jahres verfasste Debbie auf Reddit einen Post, bei dem sie Geld sammeln wollte für ein Grafikdesign-Projekt. Sie selbst benötige laut eigenen Aussagen dafür ganze $200.000, da in diesem kreativen Bereich alles Unmengen an Geld koste. Und demnach fragte sie in diesem Forum, ob jemand Tipps hätte, in binnen 40 Tagen ihr Spendenziel erreichen zu können. Kurz daraufhin wurde Debbie aber klar, dass sie nicht einfach aus dem Nichts so viel Geld sammeln könnte, vor allem für so ein Projekt, da sie selbst kaum Reichweite hatte und einfach noch viel zu klein war. Und deshalb entschied sie sich, als ersten Schritt eine Community auf TikTok aufzubauen, um sich später dann mit größeren TikTokern zu connecten, damit sie dann Spenden bekommt. Noch während sie ihren TikTok-Kanal groß machen wollte, erstellte sie auch schon ihre erste Spendenseite, bei dem das Ziel bei $245.000 lag. Dort stand allerdings als Überschrift nichts über das Grafikdesign-Projekt drin, sondern folgendes: Debbie's Transition Fund. Also plötzlich wurde aus dem Grafikdesign-Projekt einfach eine Transformation vom Mann zur Frau und man möchte nun damit Spenden sammeln, was übrigens auch etwas einfacher ist als mit einem Grafikdesign-Projekt, weil ich denke nicht, dass sich dann so viele Leute dafür interessieren. Sehr verwunderlich ist vor allem der Punkt, dass sie davor noch nie über dieses Thema gesprochen hat, dass sie sich von einem Mann zu einer Frau umoperieren lassen möchte. Und somit wurde nun aus dem Grafikdesign-Thema das Ziel einer kompletten Umwandlung zur Frau. Doch diese Fundraising-Seite sollte noch im Laufe der Zeit so richtig abgehen bei ihr. Durch ihre TikToks bekam sie nämlich allmählich immer mehr Reichweite und sie selbst stellte sich auch sehr gerne als sehr arme Frau dar, die keine Unterstützung von ihrer Familie und auch von ihren Freunden bekam. My name is Debbie. I have no family members or friends to support me after moving across the country to escape unsafe living situations and abuse. I struggled to find a place to live for nearly a year after arriving in California. Und nachdem sie immer wieder darüber erzählte, wie schlecht es ihr doch eigentlich in dieser Situation ging, bekam sie nach und nach immer mehr Unterstützer und Zuschauer, die ihr dann auch später Geld spenden sollten. So kamen nämlich anfänglich immer mal wieder zweistellige Spendenbeträge zusammen, was jetzt für den Anfang natürlich noch nicht so groß ist, aber in der Summe war das schon einiges, was sie da zusammenbekommen hat. Doch das Ganze sollte noch größer werden, denn die LGBTQ und auch Trans-Community setzte sich sehr, sehr stark für schwarze Transmenschen ein und so entschloss sich die TikTokerin Tavirsia, einen Spendenaufruf für Deborah zu machen. Tavirsias Beitrag über die Spendenaktion hatte übrigens über 2 Millionen Aufrufe und mit 400.000 Follower kann man schon von einer recht großen Reichweite sprechen. Das sollte nun der Startschuss für Debbies Spendenaktion werden, so dass sie jede Menge Geld einsammelt. Denn viele Personen setzten sich nun immer stärker für Debbie ein und spendeten auch ziemlich hohe Beträge. Teilweise lagen die Top-Spenden bei über $4.000 und mittlerweile hat sie auf der Fundraising-Seite schon über $95.000 gesammelt. Das ist enorm viel, vor allem wenn man erstmal bedenkt, dass es diese Spendenseite erst seit 2021 gibt. Doch im Mai diesen Jahres sollte sich das Blatt für Debbie wenden, da sie als Betrügerin exposed wurde. Sie war nämlich aufgrund ihrer unfreundlichen Art im Zusammenhang mit den ganzen Spenden, die reinkamen, eine Zielscheibe für User geworden, die vor allem gern nach ihr recherchierten. Und bei der Recherche kam wirklich so viel krasses Zeug raus, dass Debbie nicht mehr leugnen kann, dass sie nur auf das Geld
aus ist. Doch warum rede ich jetzt eigentlich hier von einem unfreundlichen Verhalten? Ich meine, hier sind Spenden zusammengekommen und sie wird doch wahrscheinlich dankbar sein. Nun ja, Debbie führt die Spendenseite jetzt immer noch extrem aktiv, aktualisiert immer wieder neue Nachrichten, wie es ihr jetzt geht und hält die Leute einfach auf dem neuesten Stand. Ihre Aussagen rund um diese Spendenaktion sind aber alles andere als freundlich, wenn man sich das einfach mal so anschaut. Weshalb sie beispielsweise am 7. Mai 2022 folgendes schrieb. Dringend. Leider hat die Unterstützung für meine Kampagne in der letzten Woche abgenommen, weil nicht genug Leute die Kampagne teilen und ich nicht die Sichtbarkeit erhalte, die ich brauche. Komisch, dass solche Aussagen getroffen werden, wenn man in binnen von einem Jahr $95.000 zusammenbekam. Am 15. Mai schrieb sie dann übrigens auch noch das hier. Nah am Ziel. Bitte helfen Sie mir, mein volles Ziel zu erreichen. Es bleiben etwas mehr als $500 übrig, die ich aufbringen kann und ich könnte heute Abend mit Hilfe einer Handvoll meiner Spender das volle Ziel erreichen. Am 11. Juli sagte sie dann auch noch folgendes. Es ist herzzerreißend zu sehen, dass meine Kampagne keine Unterstützung erhält. Ich verdiene es, von Menschen besser behandelt zu werden. Ich verdiene es, fair behandelt zu werden und ich verdiene es, ein glückliches Leben zu führen. Niemand sollte das alles durchmachen müssen. Und zwei Wochen später kam dann auch noch folgende Nachricht. Lebensbedrohlicher Notfall. Der Mangel an Unterstützung für meine Kampagne ist erschreckend. Crowdfunding war meine einzige wirkliche Option, um mich in schwierigen Zeiten wie diesen zu unterstützen. Und ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Nicht genug Leute teilen meine Kampagne oder spenden. Es waren 7 Monate praktisch ohne Unterstützung. Und wir sind längst über den Punkt hinaus, an dem dies potenziell dauerhafte negative Auswirkungen auf mein Leben haben könnte. Ich stecke fest und kann im Moment keine Fortschritte machen. Das ist extrem deprimierend und ich hoffe zutiefst, dass Sie alle heute spenden und meine Kampagne so weit wie möglich auf all Ihren Plattformen teilen. Diese Aussagen alleine sind einfach schon so fucking undankbar und empathielos, da sie vor allem auch meinte, dass sie die letzten 7 Monate nahezu keinen Support bekommen hatte. Wenn man allerdings einfach mal die Top-Spender der letzten 7 Monate anschaut, dann kommen wir allein bei den 3 höchsten Spenden auf $10.000. Ich meine, das verdienen die meisten nicht mal in 3 Monaten, was sie einfach so mit paar Top-Spenden bekommen hatte. Außerdem bekam sie bei dieser Fundraising-Seite seit dem 15. September über $95.000. Das würden übrigens umgerechnet $8.336 sein, die sie jeden Monat gespendet bekommen hatte. Also wenn das wirklich mangelnder Support bedeuten sollte, dann weiß ich nicht, wo der Bezug zur Realität bei ihr geblieben ist. Weshalb sie einem außerdem noch ziemlich unfreundlich erscheint, sind die Aussagen gegen eine andere Transperson. So hat nämlich auch ein weißer Transmensch eine Spendenaktion gegründet, dass man ihm doch supporten sollte und sein Spendenziel wurde schon nach wenigen Tagen erfüllt. I'm a black transgender woman. This is Gavin, a white transgender man. Gavin was able to raise $50,000 in 3 days for his GoFundMe campaign. I've been fundraising for months at this point for life-saving gender-affirming care and my basic survival needs, and I'm still struggling to meet my full goal. This is a perfect example of how the LGBTQ community obviously doesn't care about the struggles of black transgender people. Also sie findet es jetzt diskriminierend, weil eine andere, zufälligerweise weiße Person einfach das Spendenziel eher erfüllt hat als sie. Das alleine ist schon so unglaublich widerlich, es so darstellen zu lassen, als würde sie mit ihren $10.000 Spenden einfach keinen Support bekommen. Doch jetzt wird es noch heftiger. Als viele Personen, die sich um diesen ganzen Fall gekümmert hatten, rund um Debbie recherchierten, kam heraus, dass sie nicht nur eine Fundraising-Seite betrieb, nein, sie leitete einfach 5 Fundraising-Seiten gleichzeitig. Und zwar reden wir hier von Debbie's Safe Housing Fund mit $10.000, Debbie's Transition and Survival Fund mit $139.000, Debbie's Transition and Survival Fund 2.0 sozusagen mit über $140.000, dann nochmal Debbie's Transition and Survival Fund mit $21.000 und Debbie's Facial Feminization Surgery Fund mit $66.000. Diese 5 Seiten zusammen ergeben übrigens einen Spendenwert von $376.000 in nur einem Jahr. Das würde übrigens bedeuten, dass sie monatlich über $31.000 gespendet bekommen hatte von freiwilligen Supportern. Und dennoch bettelt sie stets weiter, dass sie meinte, sie könne sich nichts leisten, sie sei mit der Miete im Rückstand und sie könnte auch nicht mal mehr ihre Operationen leisten. Und deswegen ist sie darauf hingewiesen, immer mehr Geld zu bekommen. Doch jetzt kommen wir dazu, warum es offensichtlich ist, weshalb das Ganze ein Betrug ist und sie als Scammerin auch entlarvt wurde. Denn eine Geschlechtsumwandlung bzw. auch Anpassung kostet nicht einmal im Ansatz über $350.000. In Deutschland beträgt übrigens eine geschlechtsangleichende OP gerade
gerade einmal 5.000 bis 15.000 Euro. Natürlich kommen noch weitere Anpassungen dazu, das ist gar keine Frage. Also wir bewegen uns natürlich hier auch in einem höheren fünfstelligen Bereich, aber wir kommen bei weitem nicht zu einem sechsstelligen Betrag. Und demnach ist die Summe, die Debbie hier aufzeigen möchte, sehr, sehr unrealistisch. Und das fiel zufälligerweise auch einer Userin auf TikTok auf, die selbst eine komplette Geschlechtsumwandlung hatte. Und sie sagte übrigens dazu, dass sie für die ganzen OPs und für alles drumherum gerade mal 35.000 Dollar bezahlen musste. I myself have a GoFundMe for my transition. Just because I'm black and trans does not mean people are required to donate to me. I'm getting top surgery and bottom surgery for less than $35,000. And Deborah has raised over $350,000 and is still claiming that she doesn't have enough. By the way, $350,000 is more than enough for at least 3 different people to fully transition. Also sie meinte, man könnte mit dem ganzen Geld, welches Debbie dort eingenommen hatte, 3 Personen komplett umwandeln lassen. Jetzt ist es aber auch noch so, dass eine weitere Person aus Erfahrungen sprach und behauptete, dass man in ihrem Staat, in dem Debbie lebt, nicht mal Geld für eine solche Operation aufbringen müsste. I'm a black trans woman in Los Angeles. All your surgeries through Medicare can be done for free. Debbie does live in California. She could get all these things for free, but who needs $300,000 for surgery? Also laut ihren Aussagen kann man so eine Operation in diesem Staat eigentlich sogar kostenlos bekommen. Ich kann das Ganze jetzt natürlich nicht zu 100% bestätigen. Ich kenne die Gesetze nicht. Ich weiß nicht, wie das Ganze dazu abläuft. Ich weiß aber zumindest, dass auch hierzulande solche Operationen von der Krankenkasse getragen werden. Ob das jetzt bei ihr der Fall gewesen ist, kann ich wie gesagt nicht zu 100% bestätigen. Jedoch lässt sich einfach festhalten, dass sie deutlich mehr Spenden eingenommen hat, als sie für diese Operationen benötigt. Und demnach fragt man sich nun, was ist eigentlich mit dem ganzen überschüssigen Geld passiert? Und die Sache ist klar, sie selbst arbeitet nicht und lebt genau von diesen Spenden. Sie selbst dementierte das zwar, schrieb aber am 22. Juli folgendes. Ich habe derzeit finanzielle Probleme und bin nicht in der Lage, die Kosten für meine grundlegenden Überlebensbedürfnisse und meinen Übergang zu decken. Crowdfunding ist meine einzige Möglichkeit, mich selbst zu unterstützen. Und ich brauche wirklich Hilfe, um mein volles Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Und 2 Tage vorher schrieb sie außerdem noch, ich bin derzeit mit mehreren Monaten Miete im Rückstand und bin finanziell nicht gut aufgestellt. Ich kann meinen Übergang aufgrund der finanziellen Instabilität und der Belastung meines Lebens nicht einmal sicher vorantreiben, da ich mir Sorgen mache, das Geld aufzubringen, das ich für meinen Lebensunterhalt benötige. Bitte spenden Sie heute so viel Sie können. Also, es ist hierbei offensichtlich, dass die Spenden nicht nur für eine Operation drauf gingen, sondern damit man sie auch noch finanziell in jeder Lebenslage unterstützt. Doch, dass selbst das nicht das einzige ist, das wird uns jetzt gleich auch noch klar. Denn Debbie wohnt augenscheinlich sogar in einer ziemlich teuren Wohnung mit einer ziemlich teuren Miete und fährt außerdem noch ein ziemlich teures Auto. So teilte nämlich eine Person, die sich rund um Debbie viel mit ihr beschäftigt hatte, folgendes mit. The real reason Debbie feels like she doesn't have enough money is because she used the money from the GoFundMe to get a luxury apartment in Beverly Hills that is over $3,000 a month. She's asking for $10,000 for furniture and she put $7,000 down on an Audi A5. Also, das ist nicht nur Scheiße, sondern eine ganz andere Liga von Scam. Denn hierbei wurden nicht nur Menschen um ihr Geld betrogen, sondern die ganze Trans-Community wurde völlig in den Dreck gezogen. Aufgrund dieser Tat mit ihrer gefakten Spendenaktion trauen sich wahrscheinlich nun dadurch viele hilfsbereite Menschen nicht, Trans-Menschen für eine OP zu unterstützen und denen Geld zu spenden, weil sie denken, sie werden wieder gescammt. Und das wirft wirklich ein unglaublich schlechtes Licht auf jeden, der es eigentlich wirklich benötigen könnte und den man wirklich auch supporten sollte in der Thematik. Debbie ist hierbei wirklich ein Beispiel dafür, wie man niemals mit dem Geld anderer umzugehen hat. Sie selbst nutzte ihr Geld augenscheinlich nicht nur für ihre OPs, sondern auch für ihren finanziellen Unterhalt und um sich ein wunderschönes Luxusleben zu gönnen. Ihre jetzigen Aussagen, dass sie kein Geld habe aufgrund des mangelnden Supportes, ist offensichtlich gelogen. Denn sie bekommt auch noch aktuell immer mal wieder Spenden in Höhe von über 100 Dollar, ohne dass sie es je benötigen würde, zumindest für die Operationen. Ich kann hierbei wirklich nur meine größte Entsetzung ausdrücken, da solche Aktionen wirklich zu 0,0% klar gehen. Man hat damit nicht irgendwie einen Transmenschen geholfen, ganz im Gegenteil, man hat die Trans-Community so richtig durch den Dreck gezogen und letztendlich vertraut man jetzt auf solchen Spendenseiten teilweise gar nicht mehr, obwohl viele Leute einfach das Geld benötigen. Das ist wirklich sehr, sehr bedenklich und ich hoffe einfach mal, dass sie nicht mit dieser Masche weiterhin durchkommt, dass sie eventuell gestraft wird dafür oder dass diese Spendenseiten so schnell wie möglich gelöscht werden, sie gebannt ist von dieser Seite. Schreibt mir
jetzt gerne mal rein, wie ihr das so seht und ob ihr meint, dass dieser Fall wirklich starke Auswirkungen auf sämtliche Spendenseiten haben könnte oder auch nicht. Würde mich riesig interessieren. Und wenn euch solche Videos hier gefallen, dann lasst gerne einen Kommentar da. Würde mich riesig freuen. Und lasst auch gerne natürlich eine positive Bewertung da. Dafür mache ich ja auch die Videos, dass man Feedback da lässt. Und wenn es euch halt nicht gefällt, schreibt das auch gerne rein. Folgt mir außerdem noch auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und außerdem ist das auch auf der Endcard nochmal verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, mir einfach folgen. Würde mich auch riesig freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechchen ans Bänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao.